Jetzt werde ich aus dem Chat geschmissen. Nein. Sarah, aus. Gut. Die Brücke ist schon sehr schön. Da können wir das auf jeden Fall malen und dann auch verkaufen. Oh, das ist doch voll schön. Warte, ich hack mal kurz die Bäume hier weg, damit ich eine freie Sicht auf das Ganze hier habe. Verdammt. Vielleicht von hier unten? Warte. Oh. So ist es besser. Und schön ins Wasser gehen. So ist es besser. Eine kleine Steinbrücke. Oh, da unten habe ich es gemalt. Okay. Tobi hatte gesagt, ich darf nicht. So. Gut. Das ist aber ein schönes Bild, ne? Warte. Ja, naja, ein bisschen Trieb. Aber okay, es gibt Geld, also passt es. Ich hätte auch bis morgen warten können. Aber jetzt habe ich ja einen Mantel und ich kann Nachtbilder machen. Genauso wie Nacktbilder. Ey, bei Künstlern ist das ganz normal. So. Er will nur Himmel. Dann bekomme ich den dann. Warte. Nee. Das sieht aus wie die Erde. So. Aber da steht halt einer drauf, ne? Das sieht man halt. Dann warte ich bis morgen früh. Dann gehe ich nochmal kurz in die Stadt. Und schaue, ob da... Ratten. Ob da jemand was will. Also ich werde erstmal bis morgen übernachten. Und dann nachschauen oder nachfragen, ob jemand ein Bild haben will. Und gegebenenfalls verkaufen. Guten Tag. Entschuldigung. War nicht Absicht. Rasten. So. Da bin ich mal gespannt. Also, zweite Chance aktualisiert. Ja, jetzt kommt nämlich die Zeitung, genau. So. Jetzt ist die Zeitung da. Ich muss noch die Quelle suchen. Hier ist ja niemand. Ah, super. Gut. Ah, jetzt ist der Turm auch weg. Der Turm ist nicht weg. Aber der Typ da drauf, also der Architekt, ist jetzt weg. Der will nur Himmel sehen. Warte. Da gehe ich mal hier hoch. Auf den Hügel. Und mal dann das Bild. Warte, es wäre voll cool, wenn ich das... Warte. Ich will versuchen, den Turm und
So ist es, glaube ich, ganz, ganz nett. Ein einsamer Turm. Warte, will ich jetzt mal ansehen? Ja, das ist schön. Deshalb würde ich nochmal neu malen. Weil das ist nicht schön genug. Gut. Ja, wahrscheinlich vergesse ich es wieder. Oder ich mache es jetzt und jetzt ist die Sonne noch nicht da. Deswegen bringt es... Ja, nee. Wobei doch. Entschuldigung. Ich mal das Brückenbild nochmal neu. Das muss rumsen. Oh, ich bin zu weit. Das muss schön aussehen. Und so dunkel ist es nicht schön. So ist es doch viel schöner. So. Ups. So ist es viel schöner. Ja. Super. Wieso ist da nochmal Malen dabei? Ist doch viel besser. Das Problem ist, ich habe jetzt, glaube ich, zweimal ein bisschen was ausgegeben. Ja. Also, ja, Kreativität. Wie ist das? Inspiration, genau. Ich habe ja jetzt zweimal Inspiration ausgegeben. What a lovely sandy beach you've painted. Hä, aber would you jetzt, be willing to give it away for the opportunity to learn? Ja, aber also ich habe den doch schon. Ach so, ich habe das Bild gemalt und dann bin ich gleich zu dem Singvogel gegangen, zur Eule mit dem, genau. This is splendid. It will be the prized piece of my sitting room. Ja. Now, here's how to make twine. Mind the plants underfoot. So. Schnur. Wow, wir haben 45 Wurzeln. Dichtmasse. Ah, für das Floß brauchen wir Dichtmasse. Naja. Jetzt können wir ein Zelt machen. Geil. Cool. So, noch eine Viertelstunde. Dann schaffen wir noch... was schaffen wir dann? Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt nochmal in die große Stadt rein. Schauen uns den Zeitungsartikel an. Also der neu ist. Dann bringen wir den Zeitungsartikel zu der Apotheker... Leuten-Dings. Und dann gehen wir zu den Singvogel. Entschuldigung, zu Sarahs Freund. Und beenden dann. Ich glaube, das ist ein Plan. Zum Singvogel. Ich find's lustig. So. Ich glaube, so lang wird es auch nicht mehr brauchen. So, und dann ja, machen wir für heute Schluss. Und nächste Woche schauen wir dann, dass wir die ganzen heißen Quellen dann finden. Also die diese geheimen Gruppen da, das interessiert mich gerade noch relativ wenig. Aber vielleicht nächste Woche dann. Basu, genau. Der wird dann auf jeden Fall auch nochmal besucht. So, Zeitung ist links rum. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich bin so fett. Wahrscheinlich bin ich auch so eine große Bärin.
So. Dann, ja, geben wir nochmal die, die Aufträge ab. Warte. Hier. Welcome back. We've got plenty more patrons interested in your work. Aufträge abgeben. Abgeben. Not bad. Danke. Und abgeben. Hier. Such texture. Vielen Dank. Und jetzt Wassermühle und Lehmhaus haben wir immer noch. Ein natürlicher Bogen. Ich würde gerne ein Landschaftsbild kaufen. Am liebsten wäre es mir, wenn sich in der Komposition ein natürlicher Bogen befindet. Aha. Eine Sternhöhle. Ich träume manchmal, dass ich unter freiem Himmel bin, aber dann stelle ich fest, dass ich mich in der Höhle befinde und Sterne um mich herum sind. Kannst du so etwas für mich fertigen? Interessant. Warte. Welcome back. We've got plenty more patrons interested in your work. Ansehen. Ich kaufe mal einen kleinen Vorrat schon mal an kleinen Bilder. Das sind interessante Aufträge auf jeden Fall. Stay informed. Did you pick up a paper? Ich hätte gerne. Sure thing. Would you like to donate a glowstone to the Shady Impost so we can keep the paper free without... Ja. Thank you for your contribution. Einer geht immer. So. Jetzt zweite Chance. Es ist schon ein paar Tage her, seit Kai und seit Kai seine Unschuld bewiesen hat. Hat ihr Geschäft noch immer Probleme? Gut, das werden wir jetzt mal schnell anschauen. Und dann, ja, hoffentlich ist alles wieder gut. Also, die waren ja, also vor allen Dingen sie ist ja sehr beunruhigt. Und er ist hoffentlich jetzt auch ein bisschen besser geworden. Also, netter und ehrlicher Freund. Hurra, Höhenangst. Naja, zum Glück ist hier eine Alpha-Wand. Das ist auch ein geiles Bild, das ist ein geiles Bild. Überall geile Bilder. Natürlicher Bogen. Ist das ein natürlicher Bogen? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Entschuldigung. So. Dann hoffentlich sind die jetzt wieder ein bisschen angesagter. Oder halt angesagter, also. It comes! Ah ja, genau. Das war der. Warte, wo waren die nochmal? Ich glaube einfach geradeaus. Und dann an der Klippe von dem. Also jetzt rechts. So. Dann geht's nach da. Nee, ich gehe. Nee, da waren die. Oder? Da. Nee. Oh, da ist eine Windmühle. Ah, unter mir. Flup. Flup. Dann können wir ja gleich das Bild auch malen. Ha, sehr gut. Oh. Bin ich gerade in einer Ehebesprechung rein? I haven't seen this many glowstones in... Sheesh. Years. Ah. We can never thank you enough for everything you've done cool. To clear Kai's name. I right can't believe it! Business is booming already! We're truly grateful for all of your help. Here, take these glowstones. We made a big sale just for the morning eclipse. Schön. Aber nee, das kann ich doch nicht annehmen. Appreciate your consideration, but honestly, it's no trouble at all. We're in the middle of our reopening and criminy, what a turnout! Ach schön. Also zahlt ihr Finn nun zurück? Of course, him and a few others. Schön. Couldn't have done this all without you.
Oh, for great shade's sake, we gotta unpack some of what Caitlin already packed up. Ah, oh, my poor wife. Can't believe what I put her through. I hope I can make up for it all. Of course, you're welcome to my wares anytime, at a discount. Sehr schön. Waren durchstrühren. Ja, aber was macht es? Hydra Distel. Ja, ich kaufe mal eine. So, schön. Und da ist unser nächstes Malmotiv. Ja, wobei, das passt eigentlich schon. Ich mag gerade echt hochkant. Fällt mir gerade auf. So. Eine Wassermühle. Oh, da unten. Da unten habe ich es gemalt. So. Schauen wir mal, wie das geworden ist. Ja, schon schön. Wow, jetzt geht er aber ab. Ja, das stimmt. Dann können sie vielleicht mal den Weg auch erneuern. So, aber schön, dass es wieder geklappt hat. So, Fanny, einfach 30 hergegeben. Also 30 Schimmersteine sind schon gar nicht so wenig. Wobei er ja 600 haben wollte. Bei der Schmieden kann ich ja so ein Seilrutschding holen. Vielleicht kann ich da das dann einhacken und dann hochgleiten und dann da oben ist dann irgendwas Tolles. Das wäre ja cool. Ah. Das würde mir sehr taugen. Aber das hat, glaube ich, 40 gekostet oder noch mehr. Aber hier sind ja jetzt voll viele Wasserfüchse. Oder also voll viele, also einige. Da ist auch noch... Ja, okay, voll viele Wasserfüchse. Voll gut. So. Dann gehen wir mal zu unserem Freund. Ah, 70 kostet es. Okay, 40 war dann wahrscheinlich die Angel. Ja. Wie die Sarah das auswendig weiß, okay. Wow. Ups. Schilf. So, wo bist du? Da vorne bist du. Plup. Warte. Da bist du. Verdammt. Na du. So. Dann machen wir mal Endscreen. Care to hear my song again? I could use the practice. See. I dream thy feet upon the shore, sitting by the sea. Bitte noch mehr. Naja, gut. Was mich echt ein bisschen irritiert, ist, dass er so schön spielen kann mit diesen Krallen. Also normalerweise kann man mit den Krallen nicht spielen. Aber okay, egal. Es ist trotzdem sehr schön. Und ich würde sagen, ja, schade, dass das Lied so kurz ist. Das stimmt. Also es wäre richtig cool, wenn das im Laufe der Zeit dann wirklich länger wird. Also,
wenn er halt immer wieder was eine neue Strophe dazu dichtet oder so. Schöner Sternenhimmel. Gut, auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, ja, war's das schon wieder. Das hat er ja am Anfang gesagt, dass keiner an ihn geglaubt hat, weil er eben kein so Krallen hat. Hat er das gesagt? Wow. Gut. Dann Flubby. Und ja, dann machen wir Schluss, ne? Warte. Oh, ich speichere mal kurz. Voll fett gespeichert hier.